schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Wir sind heute wieder zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, dass es heute hier um nichts geht, weil wir haben zwei herausragende Fußballmannschaften, die sich gegenüberstehen. Und wenn die dann noch unbeschwert zeigen, was sie alles drauf haben, dann kann es ein großer Fußballtag werden. Spiel läuft. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie ein Spieler wie Thomas Müller Situationen vorausahnt und schon Sekundenbruchteile vorher unterwegs ist, während der Abwehrspieler noch gar nicht weiß, was gespielt wird. Ja, ich denke dasselbe. Er ist der Taktgeber seines Teams. Gnabry. Pavard. De Ligt. Einfach mal Langholz. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Dembélé. Das ist Dembélé. Lang und weit gespielt. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Kurze Ecke. Jetzt muss er flanken. Ball kommt vors Tor. Er geht auf Nummer sicher. Sadio Mané. Ousmane Dembélé. Der Ball kommt zu Dembélé. Und der Pass, das wird... Er schießt! Tor für den FC Barcelona! Der FC Barcelona geht in Führung. Also so einfach hat das wirklich selten. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Barcelona geht in Führung 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Er findet Sané. Gute Chance hier zu flanken. Er hat aber weiß der Auge. Rüber nach rechts.
Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Wer den Ball kontrolliert. Eine halbe Stunde ist vom. Er versucht's. Klasse Aktion von Pieper. Er zollt den Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. De Ligt. Und ab damit ganz nach vorn. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Er hat ihn auf dem Fuß. Gefährlich. Kimmich. Sabitzer. Ich muss schon sagen, die erste Hälfte hat mir sehr gut von ihm gefallen. Dementsprechend auch eine verdiente Führung. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Leroy Sané. Müller. Das war's. Halbzeit. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings im Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Der FC Barcelona führt nur mit einem Tor. Dembélé. Kommt in ganz gefährliche Region. Sané. Sabitzer. Müller. Serge Gnabry. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Eric Garcia. Ousmane Dembélé. Und rein damit. De Ligt. Kimmich. Immer noch die knappe Führung, aber hier ist noch alles möglich. Hier ist Sadio Mané. Serge Gnabry. Das ist nicht von dieser Welt.
Kimmich. Müller. Gut gehalten von Ter Stegen. Richtig stark gehalten. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Das ist die kurze Variante. Müller. Pavard. Sabitzer. Das ist Fußball von Serge Gnabry. Kimmich. Ausgeführt. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Leroy Sané. Davis. Sadio Mané. Der muss sitzen. Kimmich spielt den kurzen Ball. Sie stehen jetzt mächtig unter Druck. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vor De Ligt. Mit dem Foul, das gibt Freistoß. Lewandowski. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Einfach und haltbar. Ich leg mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. FC Barcelona. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Also jetzt haben sie dem Gegner endgültig den Zahn gezogen. Augen auf und ab nach vorne. Es geht über die rechte Seite. Da verheddert er sich. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Und vorbei! Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Fantastisch!
unwiderstehlicher Abschluss. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Der FC Barcelona muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Eric Garcia denkt sofort positiv und sucht seinen Mitspieler ganz vorne. Lewandowski. Doch jetzt erstmal durchatmen. Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Nur noch die Nachspielzeit. Gnabry. Freistoß, FC Bayern. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Goretzka. Bayern München muss in den 16er kommen, und zwar schnell. Und geklärt. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Wie eng dieses Spiel war, sieht man am Ergebnis. Am Ende hat die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen das Spiel gewonnen. So, Hansi,